Heute, ich werde versuchen, 24 Stunden lang wie Dead Girl zu leben. Aua, das tut weh! Ein TikTok-Lifestyle-Trend, bei dem Mädchen den selbsternannten perfekten Tagesablauf befolgen, um so die beste Version von sich selbst zu sein. Wie glücklich und zufrieden machen mich die Dinge, die auf den sozialen Plattformen als nötig zum Glücklichsein dargestellt werden, wirklich? Mein Herz rührt, was ist das? Störung. Oh mein Gott, es ist so kalt! Ein Smoothie, in dem Spinat mit drin ist. Be the best friend of yourself. Nein! Jetzt weiß ich nur nicht, wie dieser Drink ist. Also mein Schlussstrich, die machen das nicht richtig. Jetzt fühle ich's, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist 6:01 Uhr. Was ist denn das für eine Uhrzeit? Oh, mein Bett ist so unglaublich bequem. Oh mein Gott, es ist so weich. Ich bin wie in einer Wolke. Oh, aber wisst ihr was? Ich bin heute Dead Girl. Dead Girl. Ich schlafe nicht. Ich bin um 6 Uhr auf. Fuck, nee. Ich kann das nicht. Schlummern die? Okay, guck mal. Ich werde eine Sekunde wach und ja. Und dann geht sie mich ab, weil ich bin heute, Alter. Eine Sekunde, ja. 6:10 Uhr. Noch einmal schlummern? Bitte noch einmal. Oh Mann! Oh Mann, es ist so kalt außerhalb meiner Bettdecke. Einmal noch. Ui, Kim, du kommst jetzt klar. Du bist Dead Girl und hast dein Leben im Griff. 6:20 Uhr, let's go. 6:30 Uhr, ich bin angezogen, ich bin motiviert. Öffnen wir das Fenster, um frische Luft zu schnappen und die Vögel zwitschern zu hören. Okay. Oh, es ist so kalt, oh mein Gott. Jetzt mal for real. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Caramella, kannst mich auch Kim nennen, however you want to. Ihr habt's gelesen. Ich werde mich in 24 Stunden in Bad Girl verwandeln. Ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen. Ich war gestern um 1.34 Uhr auf TikTok, hab einen Schokopudding gegessen, hab gesehen, wie Bad Girl um 7.34 Uhr morgens einen grünen Smoothie mit Spinat und so getrunken hat. Und ich war so, scheiße, sie hat ihr Leben im Griff. Weißt du, bei mir ist so, ich wasche Wäsche, da geht's 3 Tage lang, die Wäsche aus der Waschmaschine rauszuholen. Es anfängt zu stinken. Dann merke ich auf einmal so, oh mein Gott. Ist ja ein Ratte irgendwo in meiner Wohnung gestorben? Da muss ich die Wäsche 2-mal wieder waschen, damit sie wieder einigermaßen gut riecht. Ja, das ist... Ich habe mal gegoogelt, wie werde ich Dead Girl, ne? Und die meinten so, hey, Dead Girl, die sind schlank, die sehen gut aus. Und ich so, wie sollen wir das hinbekommen, Kim? Es ist halt nicht mal richtig hell draußen, ne? Merkt ihr, ne? Aber okay. Erstmal wird das Bett gemacht, aber erstmal muss ich auch meine Apple Watch dran machen, weil die zählt ja, wie viel ich mich bewege. Und das zählt auch schon als Bewegung, Bett machen. Ich sag ehrlich. Here we go! Es tut mir leid an alle, die irgendwie noch früher aufstehen müssen, dass ich so rumheule. Aber ich bin ehrlich, ich stehe sonst um 8 auf und das ist echt anders. First things first in the morning, man muss ein bisschen entspannen. Aua. Ah! Ah! Okay, ich brenne mir meine Hand hier fast ab. Unser Tag beginnt mit einem fetten Zitronenwasser. Und ohne Smartphone weg, du kommst hier weg. Aber mit so einem Journal. Und zwar 365 Tage Dankbarkeit. Sollten wir alle haben. Und dann ist hier jeden Tag Platz dazu, einfach reinzuschreiben, wofür man dankbar ist. For real finde ich eigentlich wirklich super. Weil irgendwie jeder ist so. Man steht morgens auf. Das Erste, was man macht, ist auf Instagram gehen. Checken. Bin ganz schlimm. Dann starten wir den Tag mal mit positiven Gedanken. Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet. Verstehe ich nicht. Ich bin auch dankbar für gestern. Es ist was richtig Crazyes passiert. Ich habe wirklich was ganz Verrücktes, was ganz Spontanes gemacht und wahrscheinlich wurde ich wieder im Internet abgezogen, weil ich auf spontan... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe darüber ein Video gedreht und zwar ist es auf meinem neuen Channel online. Ich habe nämlich jetzt noch einen zusätzlichen Vlog-Kanal, denn ich habe mir überlegt, hier auf dem Caramella-Channel folgen Challenges, Selbstexperimente, Food-Videos, das, was eigentlich schon immer kam auf meinem Vlog-Kanal, der übrigens Kim from the Vlog heißt. Einen großen Applaus an die Caramella-Crew. Ich habe euch auf Instagram nämlich gefragt, wie ich ihn nennen soll und der Name ist unnormal. Da werden nochmal zusätzlich zu den Videos, die hier zweimal die Woche kommen, werden da auch nochmal Vlogs kommen, also Talks, Travel-Vlogs. Ich bin ja ein Jahr von Maurice getrennt, darüber habe ich jetzt auch geredet, wie ich mich fühle oder einfach halt so crazy Dinge aus meinem alltäglichen Leben, weil in den Videos kann ich auch viel mehr labern und hier will ich mich einfach so auf die Essenz des Videos konzentrieren, versteht ihr? Ihr seht in einem anderen Video, was natürlich auch in der Infobox ganz oben verlinkt ist, worüber ich jetzt im Nachhinein schmunzeln musste. Ich bin auch dankbar für meinen Job, für meine Freunde, für die Caramella Crew. Oh mein Gott, ich dachte gerade, mein Fahrrad ist geklaut. Aber ich habe es nur woanders abgestellt. Wir müssen wohl leider das Auto nehmen. Eigentlich macht man das, glaube ich, so, dass draußen so die Sonne aufgeht und dann macht man Yoga. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. But this is the raindrops falling down of the earth yoga session. Passend zu diesem Tag hören wir natürlich auch das passende Lied. Woohoo! Because you know what it is. You know who I am. You know where I've been. Yeah. Erstmal frauenfeindlichen Deutschrap hören. Einsackzwiebel! Check bei Instagram ein Model ab und mach mich auf die Socken. Sie spuckt auf mein. Ey,
hallo, was ist denn das jetzt hier? Man könnte denken, ich sitze in einem Shisha-Café. Ich wollte heute den Sonnengruß machen, Alter. Hier kann ich nichts begrüßen außer Nebel. Oh, krass, es ist so früh am Morgen, dass sogar die Gänse noch hier draußen sind. Boah, es sieht so grau hier aus. Oh, nee. Hallo, hallo, bleib mal da liegen. Bleib mal. Chill mal. Warum rennt ihr von mir weg? Okay, schwimmt. Er so, Rückzug. Da kommt eine Verrückte mit so einer Matte. Die macht jetzt Yoga und guckt uns aber an. Was ist denn daran jetzt verwerflich? Guck mal, hier kann man sich direkt so ein bisschen Pampasgras mitnehmen für seine Inneneinrichtung. Es ist Zeit, Freunde. Es ist wirklich so früh, dass ich hier mitten auf dem Gang, also es ist hier der Gang, der Weg, wo die Leute lang gehen. Hier ist keine Seele. Aua, das tut weh. Also ich schwöre, wenn Sonne dabei wäre, wäre nice. Oh mein Gott, es ist so kalt. Ich mach keinen Spaß, ne? Mein Nasenwasser ist eingefroren. Wisst ihr, wie das ist, wenn man hier Yoga absolviert und sich diese dumme Gans die ganze Zeit von Seite anguckt? Was, Bruder? Du brauchst jetzt nicht gehen, ich konfrontiere dich jetzt. Warum machst du nicht mit, Yoga? Warum machst du nicht mit, hä? Ja, guck mich nicht so an von Seite, so dumm. Die gucken ja wirklich seitlich, ne? Haben ja Augen an der Seite. Vielleicht machen wir das Ganze im Sommer. Aber was sich wirklich gut anfühlt, ist, dass es erst 7.37 Uhr ist. Mir ist gerade aufgefallen, jetzt wo ich hier dieses Kaugummi sehe, dass ich gar nicht meine Zähne geputzt habe. Weil ich so im Dankbarkeitsflow war. Das hier sieht schon mal nach der richtigen Abteilung aus. Wir kochen natürlich selber und wir machen Frühstück und alles selber. Und dafür brauchen wir natürlich die richtigen Zutaten. Boah, voll geil. Wer kennt diese Schokobrötchen, die man so aufbacken konnte? Aua! Die Schokolade ist dann auch noch so zart schmelzend da drin, aber das gibt's halt nicht. Schaut es euch an. Kinder Pinguin, Maxi King, alles auf 1 Euro reduziert. Und ich kann es nicht mitnehmen. For real, ne? Man sieht wirklich nie auf TikTok oder so, wo man diese Dad-Girl-Videos sieht, dass sie irgendwie sowas essen, ne? Aber brauche ich nicht zu sagen, ne? Ich finde es so schwierig, an diesen ganzen leckeren Sachen vorbeizugehen. Oh Mann! Ich leg's wieder zurück. Ich war so kurz davor. Ich finde auch schon, mein Einkaufskorb sieht richtig gesund und richtig fancy irgendwie aus. Wisst ihr, was ich meine? 30 Euro. Oh mein Gott, 30 Euro. Und jetzt brauchen wir auch noch so ein frisches Brot hier. Weil man kann das ja nicht einfach aus so Plastikpackung kaufen. Hm? Ich hätte gern so irgendwas Vollkornmäßiges. Der Einkauf ist erledigt. Ich finde es zwar übertrieben teuer, dieses scheiß Kokoswasser. Ah, das braucht man für diesen dummen Kack-grünen Smoothie. Alright, das ist der Einkauf. Das sieht super gesund aus. Ich habe noch nie bei der Bäckerei Brot gekauft. Ein Smoothie, in dem Spinat mit drin ist, Kokoswasser und so griechischer Joghurt. Never have I ever heard this. Aber ich habe hier so einen coolen Mixer und irgendwie kann ich den nicht richtig abwaschen, habe ich das Gefühl. Irgendwas stinkt da immer ein bisschen, aber... Oh, der schmeckt ja gar nicht. Nee. So, 0,0 Ahnung, ob das hier was wird. Wir testen es. Es sieht auf jeden Fall wirklich fancy aus, ne? Smack that along the floor. Smack that. Woo! Ja, das ist doch grün. Eine Krise! Ah! Walla, Krise! In diesen Videos, die sehen alle so relaxed aus und alles passt perfekt. Es kleckert nicht mal irgendwas, wenn man irgendwie irgendwo was reinschüttet. Ey, aber es... Oh, es geht tatsächlich. Boah, das ist so ekelhaft. Es ist komplett einmal richtig viel... Ja, okay. Also das macht jetzt gerade irgendwie nicht so Spaß hier. Ganz ehrlich, sieht aus wie so eine Wiese mit einem blauen Himmel hier. Eigentlich ganz nice. Vielleicht sollte ich jetzt doch mit Meditieren einfach weitermachen, weil... Könnte ich gebrauchen. Es sieht so aus, als hätte Schreck vor Schreck sich auf einmal gebückt und dann wäre auf einmal alles aus seinem Po als Dünnschiss rausgekommen. Ja gut, das sieht einfach wunderbar jetzt aus. Dann machen wir das doch einfach nochmal von vorne. Die Blätter sind nicht mehr richtig zerschreddert. Das riecht ein bisschen nach Pesto. Ich schwöre auf alles. Ich kriege hier gleich einen Ausraster! Das kann ich ja, das ist nicht dieser scheiß grüne Smoothie, ne? Halleluja, fertig ist endlich dieser grüne Smoothie. Wisst ihr, der hat mir mein Leben gerade einfach kurz zur Hölle gemacht. Der sollte mich eigentlich eher beruhigen. Sogar mit Glasstrohhalm, weil ihr wisst, wir saving die Turtles. Damit das jetzt eine Sekunde lang fancy aussieht, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gerade 30 Minuten gebraucht. Okay, kleiner Unfall. Aber das kann man nicht einfach so in seinen Alltag integrieren. Also auch vor allem für diese TikToks, das, also die können mir nicht erzählen, dass das innerhalb von 5 Minuten gemacht ist. Damit das richtig gut aussieht und richtig belichtet ist und so, die machen sich dann einen richtigen Auftrag. Das schafft man als, also wenn man arbeitslos ist, kann man das machen, aber
Okay, schmeckt tut's echt gut. Oha, das schmeckt unnormal. I believe I can fly. Man schmeckt auf jeden Fall die Spinatnote, aber das finde ich irgendwie ganz cool. Fühlt sich halt direkt richtig gesund, ne? Vor 3 Stunden hat mein Wecker geklingelt. Unfassbar, es ist jetzt 9 Uhr. Und es ist Zeit für Fitnessstudio. Yay. Man soll ja auch viel trinken. Deswegen dachte ich mir, so eine kleine Flasche Wasser ist doch eigentlich gut. Vor allem trainiert man währenddessen auch noch gleich ein bisschen sein Armbizeps. Ich sollte heute diese 3 Liter austrinken, weil nur dann ist man hydrated und nur dann ist man die beste Form von sich selber. Oh, holy guacamole. Ich muss sagen, ich habe gerade 0. Ich habe gerade echt 0,0 Bock, ne? Aber... Macht es nach, Leute. Sport ist nicht nur gut für euren Körper, sondern auch gut für eure Seele. Sowas muss ich mir auch immer wieder einreden. Mashallah, guckt euch dieses Outfit an, ja? Sportlich sein Mutter. Wow, Alter. Okay, ich muss mich mental einmal kurz jetzt darauf vorbereiten. Jetzt fühle ich mich gerade wie Dead Girl. Einfach, weil es 9.20 Uhr ist und ich hier etwas Produktives mache. Bevor meine Motivation wieder weg ist, gehen wir jetzt ganz schnell in den Trainingsbereich. Okay, machen wir uns bereit. Ich muss hier gerade einen Crab-Shuffle machen, da muss mir Mr. Crab sich das Bild ein. Und dann gucke ich an, als hätte ich komplett schon eine Waffel. Waffel, oh mein Gott, eine Waffel. Die ist doch absolut geistgestört. Ich weiß auch nicht, wie man fancy aussehen kann, wenn man ein Workout macht. Da kann man doch nicht gut bei aussehen. Das war nur das Warm-up. Jetzt geht das richtig los. Fuck. Ich mach keinen Spaß, dass ich so reinschreibe. Ich kann nicht mehr. Mein Herz rührt was nicht. Störung. Lass mal keinen Spaß trinken. Okay. Scheiße, Alter. Weiter geht's. Ich schwöre, ich habe auf TikTok noch nicht eine Person gesehen, die so währenddessen eigentlich mal kurz aussah. Entweder die faken das, ich sag euch ehrlich. Also mein Schlussstrich, die machen das nicht richtig. Was war das denn bitte? Ich fühle mich, als würde mein Gesicht gleich Feuer fangen. Jetzt machen wir weiter mit Booty Workout. Oh mein Gott, endlich. Ich mache jetzt noch so ein fancy Stretch und dann bin ich fertig, Alter. Ich bin komplett, ey, das hat mich so auseinandergenommen. Aber ich sag euch ehrlich, ich fühle mich gerade unverwundbar. Ich fühle mich gerade, als könnte ich anschaffen. Das ist voll krass. Also jetzt keine weiteren Sportübungen, aber sonst so. Ich bin durch. Oh mein Gott, ich fühle mich so schlimm. Aber irgendwie auch gut. Erstmal muss mein Wasserhaushalt wieder aufgefüllt werden. Ich kann das nicht mehr halten. Oh Gott. Kann auch eine tragbare Dusche sein. Also es ist halt jetzt einfach erst 10.30 Uhr. Und der Tag, ich könnte jetzt schon wieder ins Bett. Hier ist immer eine ganz schlimme Stelle. Hier ist Mr. Lecker, hier gibt es richtig leckere Sachen und hier riecht es immer so richtig nach Pommes und Ketchup und. Da kriegt man einfach immer nur Bock. Ich bin fresh out of the shower. Meine Hair ist die hart, die gedried und ich fühle mich frisch, ich rieche gut und ich habe richtig Hunger. Now it's time to get something into our stomach. Wir haben unser freshes Brot, aber ich sag ehrlich, die Scheiben sind sehr klein. Übrigens, das ist meine neue Vlog-Kamera. Damit baue ich alles aus meinem Leben und ihr könnt gerne meinen neuen Vlog-Channel abonnieren. Hihihi, weil da kommen noch viel mehr private Details und pikante Sachen, die ihr erfahren wollt, aus meinem Leben. Hä? Beste Trick, beste Leben. Das Ganze wird noch garniert mit etwas Chili-Pulver. Natürlich auch noch Pfeffer. Salz. Und schon haben wir die Grundlage einer richtig tollen Ernährung, ja. Wir bereiten zu diesem Herzhaften zusätzlich auch noch etwas Süßes zu. Es ist fast wie Wassereis von früher. Ey, ich schwöre, wenn das jetzt in meine Wand kommt, ist richtig scheiße. Ich hab alles. Boah, ich liebe die Farbe. Okay, und ne, kommt es da raus? Ja. Ist es good geworden? Sieht killer aus. Jetzt macht man hier ein bisschen ne, auf Kokos angelehnte Raspeln. Natürlich Blaubeeren. So ein paar Kakaonips und Haselnussdinger. Und auf jeden Fall noch so ein paar Erdbeerscheiben. Und schon ist die Fancy Bowl ready. Ich finde, das sieht wirklich geil aus. Und normales Frühstück. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen. Jetzt fühle ich mich gerade wie Dead Girl. Ich fühle mich gerade wirklich gesund und richtig gut. Ich hatte heute richtig Bock auf so einen Döner, ne? Auf so eine Falafel oder irgendwie sowas. Aber das schmeckt auch richtig gut. Vielleicht kann man das nicht jeden Tag machen. Ich finde, man kann auf jeden Fall so ein paar Momente oder Tage in die Woche einbauen, wo man sich sowas machen kann. Sowas richtig healthy-mäßiges. Sowieso dieses ganze Dead Girl-Ding. Weil man tut sich ja eigentlich voll was Gutes. Man sollte das vielleicht nicht so darstellen, als wäre das so der Standard und man muss das jeden Tag machen und so, sondern vielleicht als so, ey, ich nehme mir bewusst einmal Zeit, um das für mich zu machen. Einfach wie so ein Self-Care-Day. Jeden Tag so zu leben ist unmöglich. Also, das wird ja auch irgendwann langweilig, ich sag ehrlich. Wenn ich jeden Tag jetzt ein Avocado-Brot esse, klar, es gibt auch andere Sachen, aber ich will auch mal Nutella, Krebs und alles essen. Ich habe aufgegessen, es war wirklich lecker. Es steckt mir irgendwie so ein, Pfefferkorn hinten im Hals und der ist sehr, sehr scharf. Kommt immer ein bisschen Chef wieder her. Now it's time for some coffee. Also entweder wir holen uns ein Iced Coffee mit so Eiswürfeln und so oder irgendwie so ein Iced Matcha Latte, irgendwas so. Hi. Hi, macht ihr auch den Matcha Latte on Ice? Ja. Okay, dann würde ich einmal das so nehmen. Das wird richtig crazy hier zubereitet. Das sieht so aus, als würdest du Rasierschaum machen, aber das ist der Moment of time. Wow. Das ist echt fancy.
Die Mitarbeiter hier, 10 von 10. Jetzt weiß ich nur nicht, wie dieser Drink ist. Ich hätte es ja auch da trinken können, aber es ist ja so. Bad Girls, die sind on her own. Die sind Girl Boss Girls, ja. Die können alles alleine, die brauchen keine Hilfe. Und deswegen sozialisiere ich mich auch nicht, sondern ich chill alleine mit meinem Drink. Und lese. Jetzt fühle ich's, ja? Also es sieht halt irgendwie echt ganz geil aus. Wollen wir mal, ne? Okay. Was ist das denn? Und die haben Pizza in der Hand, oder was? Ich schwöre, noch einen Schluck, ich krieg Gänsehaut. Was ist das? Was ist das überhaupt? Oh Gott, okay. Es ist, als ob sich dieses Pulver auf deine Zähne drauflegt und es sich voll bequem macht. Oh nein, ich muss das austrinken. Das war voll teuer. Boah, das sieht cool aus. Oh yeah. Mit einem guten Buch wird das Ganze das alles nur halb so schlimm. It really helped me to read some books, to have some glasses. So fühle ich mich gerade. Das fühlt sich nicht gut an. Lesen wir mal eine Seite. Das ist natürlich auch auf Englisch. Because we... Wie heißt das? Educate ourselves. I know a successful businesswoman who used to get stoned every single night. Das hört sich doch gut an. Nun wichtig, eine rosa Tonerdemaske, damit wir die Verbundenheit zur Erde spüren. Irgendwie ist das wirklich beruhigend, muss ich ehrlich sagen. Das mache ich echt nicht so oft. Ich fühle mich einfach wie eine Leinwand, das macht richtig Bock. Oh, geil. Oh yeah. Wenn du dich verbunden zur Erde fühlst, dann kannst du es auch wieder abwaschen gehen. Wow. Also findet ihr nicht, ich sehe aus wie frisch geboren? Ich sehe aus, als hätte ich einen Filter auf meinem Face. Das Ding ist aber auch, ich mache wirklich nie irgendwie so Skincare-mäßig irgendwas, ne? Das macht echt Spaß. Was haben wir noch im Angebot? Oh, da kommen wir zum Rosenwasser. Da sprüht man sich einfach so drauf. Das erfrischt und vitalisiert irgendwie meine Sinne so ein bisschen. Und jetzt machen wir perfekt mit dem Rosenquarzroller und dem Rosenwasser. Ja, massieren wir hier einfach den Stress aus den Hautporen, ja. Ist ja irgendwie bewiesen, dass das gar nichts bringt, aber... Ah. Wow, so fühle ich mich nicht mal, wenn ich ins Schwimmbad gehe, so befeuchtet. Ja, ich fühle mich wirklich gut. Scheiße, ich habe vergessen, schon wieder Zähne zu putzen. Der Tag ist vorbei. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich jetzt Dead Girl bin oder nicht. Fazit. Einige Sachen haben mir davon echt gefallen und die werde ich übernehmen. Zum Beispiel so diese Skincare-Routine. Ich habe nachts keine Routine. Ich gehe Zähne putzen, dann gehe ich schlafen, das war's. Plus auf jeden Fall Sport irgendwie in meinen Alltag mit einbinden, weil man sich dadurch mental irgendwie voll gut fühlt. Aber diese Drinks und diese Fanciness, geh mal weg. Du hast doch safe schon mal bei McDonald's gegessen. Hat dieser Burger, dieser Big Mac in deinem Karton schon einmal so ausgesehen wie auf dem Plakat? Und so ist das auch safe bei diesen ganzen Bad Girls auf Instagram. Naja, ich kann jetzt auf jeden Fall nochmal meine Wand überstreichen. Und ganz ehrlich, jetzt gerade fühle ich mich wie Bad Girl. In diesem Sinne, falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast, dann wird's jetzt höchste Tschü-Tschü-Eisenbahn. Und check auf jeden Fall auch meinen Vlog-Kanal ab, da geht's zur Sache. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Sonntag geht's natürlich weiter. Lauf, geht raus und wir sehen uns. Peace, Mann.